Endlich Wochenende, sagen sich wahrscheinlich viele heute Abend und sind sich dabei vielleicht noch unsicher, was der Himmel dazu zu sagen hat. Das Wetter wie immer am Ende dieser Sendung und vorher haben wir unter anderem noch diese Berichte im Angebot. Politische Gaumenfreuden, wie schmecken den Stuttgartern die möglichen Koalitionen? Rückführung, die legendäre Landshut kommt nächste Woche nach Friedrichshafen. Heftiger Schlagabtausch, Spitzenpolitiker diskutieren bei Schwäbisch Media. Ein kleines Dorf in Schockstarre. Gestern Abend hat ein Mann in Villingendorf im Landkreis Rottweil 3 Menschen erschossen, darunter sein eigenes Kind. Elisabeth Kniele und Helena Golz berichten. Seit gestern Nacht kreist ein Helikopter über der Gemeinde Villingendorf im Landkreis Rottweil. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Mann, der gestern Abend 3 Menschen erschießt. Anwohner hören die Schüsse und verständigen gegen 21.30 Uhr die Polizei. Kurze Zeit später treffen die Beamten in dem Wohngebiet ein. Ich habe mich dann zu Fuß auf die Polizeibeamten zubewegt und dann kam eine Beamtin und hat mir dann gesagt, ich soll bitte zurücktreten. Und dann sagte sie noch, ja, es ist eine größere Sache hier und bitte gehen Sie rein, wenn Sie hier Anlieger sind, gehen Sie ins Haus und schließen Sie die Türe. Der mutmaßliche Täter soll sich der Wohnung über den Garten genähert haben. Völlig unvermittelt soll er dann auf die Personen in der Einliegerwohnung geschossen haben. 2 Erwachsene und ein 6-jähriger Junge sterben. Das Kind ist laut Polizei der Sohn des Täters. Die Polizei findet auch ein 3-jähriges Mädchen lebend in der Wohnung. Außerdem kann eine Frau, die Ex-Frau des mutmaßlichen Schützen, aus dem Haus fliehen. Besonders tragisch: Es war eine Party zur Einschulung des Kindes in Villingendorf in die Schule. Und hierzu hatte sie weitere Freunde und Bekannte eingeladen. Es waren dann 4 Leute bei dieser Party. Eine Person war gerade unterwegs und hat noch Besorgungen gemacht. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet öffentlich, auch in angrenzenden Ländern. Es soll sich beim Täter um einen 40-jährigen Kroaten handeln. Für seine Tat soll er eine Langwaffe der ehemaligen jugoslawischen Armee benutzt haben. Wir haben einen Täter, der kaltblütig 3 Leute erschossen hat mit einer Langwaffe. Und dieser Täter ist noch nicht gefasst. Der Täter ist vorbelastet mit entsprechenden Delikten, Körperverletzungsdelikten, Bedrohungsdelikten. Und hier gilt es jetzt mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen der Polizei, hier dem zu begegnen. 250 Beamte des Tuttlinger Polizeipräsidiums fahnden nach dem Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0741 477 107 entgegen. Wie die Suche nach dem flüchtigen Täter verläuft, darüber informieren wir Sie natürlich in der kommenden Woche. Und über das Wochenende hinweg informiert Sie auch die Online-Ausgabe der Schwäbischen Zeitung auf schwäbische.de. Und nun zu den Kurznachrichten aus Baden-Württemberg. Baustelle auf der B30. Ab kommenden Montag müssen sich Autofahrer auf der B30 zwischen Laupheim-Mitte und Barabein auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund dafür ist der Austausch der Mittelleitplanken auf diesem Streckenabschnitt. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird das bisherige System durch ein durchbruchsicheres System ersetzt. Während der Arbeiten wird je Fahrtrichtung die linke Fahrspur gesperrt. Bis zum 4. November soll die Umrüstung der Schutzplanken abgeschlossen sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Branchenneuheiten des Wassersports. Neueste Spaßgeräte, Wakeboards, die auf Tragflächen fahren, aber auch modernste Yachten und Weltpremieren wird es auf der 56. Interboot vom 23. September bis 1. Oktober zu sehen geben. Im Mittelpunkt steht das Erlebnis, die Action und das Selbstausprobieren, das auf dem Bodensee vom Interboothafen in Friedrichshafen aus möglich ist. Hoovercraft und Luftring versprechen Action auf dem Wasser. Die Messe setzt auch auf Berufsbildung. 230 Jugendliche haben sich zur Berufsorientierung für die Bootsbauer angemeldet, die erstmals auf der Interboot stattfindet. Politikprominenz im Dorotheenquartier. Die Geschäfte haben zwar schon seit 109 Tagen geöffnet, gestern wurde das aber noch einmal offiziell gemacht. Und zwar mit prominenter Unterstützung.
EU-Kommissar Günther Oettinger, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Oberbürgermeister Fritz Kuhn machten sich einen Eindruck vom neuen Einkaufsviertel. Ob es für die Herren in Grau auch noch einen modischen Style-Check gab, ist allerdings nicht nach außen getragen worden. Was meinen Sie, was haben diese Cocktails mit einer Koalition gemeinsam? Na ganz einfach, sie bestehen aus verschiedenen Farben, eben oftmals ein bunter Mix. Und zum anderen ist so manche Kombi nicht immer jedermanns Geschmack. Was nach der Bundestagswahl geschmacklich auf uns zukommen könnte, das hat sich unsere Reporterin Isabel Haspel einmal ganz genau auf der Zunge zergehen lassen. Barbetreiber Dimos Dimulatos weiß, was seinen Gästen schmeckt. Cocktails, die allerdings mögliche Koalitionen im Bundestag darstellen sollen, sind auch für den Stuttgarter Neuland. Doch probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Als Barkeeper weiß der 52-Jährige natürlich, wie sich die einzelnen Parteien direkt näher kommen. Shake it, baby! Könnte quasi auch als Gehirnwäsche durchgehen, was einigen Politikern bestimmt nicht schaden würde. Äußerlich ist die ein oder andere Kombination schon gewöhnungsbedürftig. Aber es kommt ja auf den Inhalt an. Oh nee. Oh, das ist gar nicht meins. Das war übrigens die noch regierende Große Koalition. Dieses politische Geschmackserlebnis darf natürlich den Stuttgartern nicht vorenthalten werden. Jamaika, dann Schwarz-Gelb, Rot-Rot-Grün, GroKo, die aktuelle noch. Sie haben freie Auswahl. Mir wird eigentlich bei fast allem schlecht. Trinkbar. Nee. AfD habe ich jetzt nicht mit dabei. Nee, die wollen wir auch nicht. Warum jetzt Schwarz-Gelb? Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich läuft es irgendwo darauf raus. Schwarz-Gelb? Schmeckt gar nicht schlecht. Interessant. Schmeckt nett? Nein, geht. Für Deifi. SPD, Linke, Grüne. Ja, das nehmen wir mal. Warum jetzt genau das? Weil ich will halt die CDU gerade nicht mehr. Ganz einfach, weil es muss mal ein neuer Wind rein und das vom Schulz, also wie heißt der neue? Ja. Schmeckt wie eine Waffel. Schmeckt doch ganz gut. Ich bin der Erste, der das leer trinkt. Ja, warum nicht? Haben die einen dann auch an der Waffel oder wie leidest du das jetzt ab? Ich glaube, alle haben eine Ahnung. Ein bisschen an der Waffel. Gut. Der ist gut. Naja, also ich hoffe, in Wirklichkeit wird es besser schmecken. Das hast du so verraten. Ja, ist okay. Also das wäre was für dich? Vielleicht schon, ja. Also zumindest FDP und CDU hört sich schon mal gut an. Die Grünen, die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Nein. Nein. Gar nicht. Ich finde da den hier ein bisschen besser, weil der ist mir ein bisschen zu stark, um ehrlich zu sein. CDU ist zu stark. Am Sonntag wird auf der Konrad-Adenauer-Straße mitten in Stuttgart rein gar nichts mehr gehen, zumindest mal für die Autofahrer. Stattdessen geht dann dort etwas anderes im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar die Fußgänger. Die Aktion der Bürgerinitiative Aufbruch Stuttgart will so auf ihre Vision für eine fußgängerfreundliche Kulturmeile aufmerksam machen. Und plötzlich sind sie weg. Keine Autos auf der Konrad-Adenauer-Straße, kaum vorstellbar, wenn man sich den Verkehr hier anschaut, der am Schlossplatz vorbei mitten durch Stuttgart führt. Der verschwindet nun am Sonntag von 11 bis 14 Uhr und weicht einem Marsch der Bürgerinitiative Aufbruch Stuttgart. Es ist ein friedlicher, freundlicher Marsch für Stuttgarts Zukunft. Wir wollen auf die trennende Wirkung der Verkehrsschneise hier nochmal hinweisen und ein wenig Druck erzeugen im Hinblick auf eine Neugestaltung, sei es ein Tunnel oder sei es ein sehr fußgängerbetonter Stadtboulevard. Erst im März ist die Bürgerinitiative als Verein gegründet worden. Mittlerweile zählt der Verein rund 600 Mitglieder. Eins ihrer Ziele: weniger Autoverkehr, mehr Fußgänger auf der Konrad-Adenauer-Straße, sodass die vielen Kultureinrichtungen hier besser zur Geltung kommen. Aus Sicht des Vereins geht es dabei weit mehr als nur um eine Straße. Ich denke, man muss ein Signal setzen. Ein Signal, dass in den Innenstädten der großen Städte, überall in der Welt, ist das schon im Gange, das Auto eigentlich zurückgedrängt werden muss. Da müssen andere Verkehrskonzepte greifen, wenn wir nicht am Verkehrsinfarkt zugrunde gehen wollen. Zurzeit ist es äußerst schwierig, als Fußgänger die B14 zu überqueren. Um das zu verdeutlichen, wird am Sonntag ein Hochseilartist auftreten, der so die Straße überquert.
Der Marsch beginnt am Wilhelmsplatz und endet zwischen Oper und Haus der Geschichte. Die einzige Wandmalerei des Stuttgarter Künstlers Adolf Hölzel ist in der Ulmer Pauluskirche zu finden. Für Kunsthistoriker ist diese Darstellung des gekreuzigten Christus bahnbrechend, denn sie stellt eine der ersten Kunstwerke der sogenannten Abstraktion dar. Das ist, wenn in der Kunst ein Bild auf das wesentliche Element reduziert wird. Eine Doppelausstellung nimmt das Gemälde nun unter die Lupe. Die Christusdarstellung in der Pauluskirche in Ulm. 1910 gemalt vom Stuttgarter Künstler Adolf Hölzel. Ihm und seinem Wandgemälde wird nun eine Doppelausstellung gewidmet. Für Walter Pöhler ist es ein Gemälde mit Bedeutung. 2005 hat er die Adolf-Hölzel-Stiftung gegründet. Doch schon 65 Jahre zuvor ist er mit dem Künstler in Berührung gekommen. Ich bin 1951 in diese Kirche konfirmiert worden. Und mich hat damals dieses monumentale Kruzifix sehr begeistert, beziehungsweise als Junge war man richtig von der Statur dieses Bildes sehr angetan. Das waren auch zahlreiche Kunsthistoriker. Deshalb beschäftigt sich die neue Ausstellung genau mit diesem Bild. Hölzel zählt nicht zu den bekannten Künstlern seiner Zeit, für Experten zu Unrecht. Der Stuttgarter sei ein Pionier der Moderne und der gegenstandlosen Kunst. Sowohl in der Pauluskirche selbst als auch im Ulmer Museum ist die Ausstellung »Mit Religion kann man nicht malen« ab heute zu sehen. Ja, unsere neue Sonderausstellung, eine Studioausstellung in Ergänzung zur Präsentation in der Pauluskirche, beschäftigt sich zum einen mit dem Gekreuzigten, mit der Wandmalerei in der Pauluskirche. Da können wir zum allerersten Mal alle 5 bekannten Vorstudien und Entwürfe von Adolf Hölzel zu dieser Wandmalerei gemeinsam präsentieren. Und ergänzt haben wir das Ganze mit einer kleinen Schau, die einen Überblick geben soll über das Gesamtwerk. Ein Gemälde, 2 Orte. Im Rahmen des Reformationsjahres wurde die Sonderausstellung vorbereitet. Zusätzlich hat die Kirchengemeinde thematische Gottesdienste geplant. Für Walter Pöhler geht somit ein Wunsch in Erfüllung. Der Künstler, der ihn so lange begleitet hat, wird damit ein Stück mehr ins Rampenlicht gerückt. Viele Termine waren im Umlauf und immer wieder gab es Unstimmigkeiten über die Finanzierung. Aber fest steht nach wie vor, die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine Landshut kommt nach Friedrichshafen ins Dornier-Museum. Und zwar wahrscheinlich schon nächste Woche. Rahel Krömer berichtet. Auf dieser Wiese vor dem Dornier-Museum soll die im Jahr 1977 entführte ehemalige Lufthansa-Maschine Landshut einmal ausgestellt werden. So viel steht fest. Wann genau das sich im Moment in Brasilien befindende Flugzeug hier ankommt, das weiß aber noch nicht einmal Museumsdirektor David Donnier so ganz genau. Ich kann Sie noch nicht genau sagen, was meine Informationen sind, dass sie vor dem 24. September da ist. Vor dem 24. weiß ich nicht genau, wie viele Tage vorher. Ich denke, das liegt immer noch an technischen Geschichten, an der Verladung und so weiter, Flugpläne machen. Aber so, es läuft auf dieses Datum drauf raus. Das Auswärtige Amt will den genauen Termin Anfang nächster Woche bekannt geben. Doch auch wenn das in seine Einzelteile zerlegte Flugzeug schon Ende nächster Woche in Friedrichshafen ankommt, dauert es noch eine ganze Zeit bis zur Eröffnung der geplanten Landshut-Ausstellung. Die Flugzeugteile werden erstmal eingelagert, bis feststeht, wie das Konzept der Ausstellung erfolgen wird. Das muss ja mit einem wissenschaftlichen Beirat, mit dem Ministerium besprochen werden. Dann gibt es eine Projektplanung. Wir gehen aber davon aus, dass dieses Projekt in 2 Jahren fertig ist. Also sprich, im Oktober 2019, denke ich, können wir damit rechnen, dass diese Ausstellung feierlich eröffnet wird. Die Erstellung des Museumskonzeptes, Überführung und Restaurierung der Maschine und der Bau des Museumsgebäudes kosten nach ersten Schätzungen 10 Millionen Euro. Diese Kosten zahlt der Bund. Die laufenden Betriebskosten trägt das Dornier-Museum. Er sei überzeugt davon, die benötigte Summe von bis zu 200.000 Euro im Jahr durch zusätzliche Ticketverkäufe wieder reinzubekommen, so David Donnier. Er erhofft sich durch die Landshut-Ausstellung deutlich mehr Besucher. Neben weiteren Sparmaßnahmen soll also auch das geschichtsträchtige Flugzeug die Zukunft des in die roten Zahlen geratenen Museums der Familie Donnier sichern.
Zurück im Journal machen wir weiter mit dem diese Tage alles bestimmenden Thema, und das ist die Bundestagswahl. Für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben und noch immer mit ihrem politischen Gewissen ringen, haben gestern Abend die Schwäbische Zeitung und Regelte vor Bodensee eine Ravensburger Runde veranstaltet. Bei der haben Spitzenpolitiker für ihre jeweilige Politik geworben. Regelte.tv strahlt die gesamte Sendung übrigens am Samstagabend um 18 Uhr aus, und Michael Scheier hat für Sie schon mal einen Vorgeschmack vorbereitet. Das halten wir für unverantwortlich, und es ist ein Verstoß gegen das deutsche Asylgesetz. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bundeskanzlerin. Und CDU-Landespolitiker Thomas Bareis muss an sich halten. Da ist sie natürlich auch eine Eidbrecherin. Sein Gesicht spricht Bände, sein Kopf droht förmlich zu platzen. Die Rechtsstaatlichkeit ganz klar hinwegsetzt, die sie gerade so hochgehalten haben. Die Ravensburger Runde, Podiumsdiskussion bei der Schwäbischen Zeitung am Donnerstagabend. Moderiert von Chefredakteur Hendrik Roth diskutieren SPD-Spitzenkandidatin Leni Breimeyer, FDP-Spitzenkandidat Michael Theurer, die Grünen-Fraktionsvorsitzende Kerstin André, die linke Bundesparteichef Bernd Rieksinger und eben Alice Weidel und Thomas Bareis über die Themen, die Deutschland so kurz vor der Bundestagswahl bewegen. Wie es in den nächsten 4 Jahren weitergehen soll, darin sind sich die 6 natürlich nicht einig. 5 von ihnen sind sich allerdings sehr einig darüber, wie es nicht weitergehen darf. Und da muss ich ganz deutlich sagen, man kann die Bundeskanzlerin kritisieren, ohne radikal werden zu müssen. Und mit diesen Argumenten jedenfalls untergraben sie den Rechtsstaat. Und als Rechtsstaatspartei verwahren wir Freie Demokraten uns gegen einen solchen schmutzigen Angriff. Dieselskandal, soziale Gerechtigkeit, innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik. Das sind die Themen, um die es heute geht. Obwohl einige Zuschauer politisch schon festgelegt sind und ihre Wahlentscheidung schon getroffen haben, nehmen viele von ihnen Diskussionsstoff mit nach Hause. Man liest ja sonst eigentlich nur irgendwie in der Zeitung oder sieht es in den Nachrichten, aber so ist man mal live dabei, und ich denke, das hat schon einen Einfluss. Ja. Ich fühle mich weitgehend bestätigt, ja. Obwohl es ja nicht leicht ist dieses Mal in der Wahl, weil die Unterschiede nicht so groß sind. Aber es ist trotzdem mal interessant, auch die baden-württembergischen Spitzenkandidaten zu sehen. Und ich war mal wieder erschüttert über die Dame aus Überlingen. Ein Zusammenschnitt der Diskussion wird am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr auf allen Kanälen der Regio-TV-Gruppe ausgestrahlt. So viel sei verraten. Alice Weidel hatte dieses Mal keinen Grund zu flüchten. Die Stadt Sigmaringen stößt mit ihrer Forderung nach einer Schließung der Landeserstaufnahmestelle bis 2020 auf taube Ohren. In Verhandlungen mit dem Land hat sich Bürgermeister Thomas Scherer nach Informationen der Schwäbischen Zeitung darauf verständigt, dass die LEA für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Kasernengelände bis 2022 geöffnet bleiben soll. Allerdings hat sich das Innenministerium die Option gesichert, dass es mit der Stadt über eine Verlängerung des Schließungstermins verhandeln darf. Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages. Mit Holzpfosten geschlagen. Wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung verurteilte Richter Klaus Harter einen 28-jährigen Mann zu 10 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Der Angeklagte aus dem Landkreis Lindau soll mit einem Holzpfosten auf 2 Männer losgegangen sein und einen von ihnen am Arm verletzt haben. Der Angeklagte behauptete bis zum Ende der Verhandlung, dass nicht er die beiden Männer angegriffen habe, sondern sie ihn. Herzlich willkommen zurück. 3 Spiele, 1 Sieg und 2 Niederlagen. Der TVB Stuttgart ist den Erwartungen entsprechend in die Handball-Bundesliga gestartet. Am Sonntag soll der 2. Heimsieg eingefahren werden. In der Scharena geht es gegen den Aufsteiger die Eulen Ludwigshafen. Apropos Aufsteiger, das ist auch TVB-Neuzugang und Junioren-Nationalspieler Stefan Salger. 2,7 Meter, 106 Kilogramm, 21 Jahre jung, Stefan Salger. Der TVB-Neuzugang hat gerade einen Sommer der Extreme hinter sich. Einen, bei dem es nur aufwärts ging. Abstieg aus der 2. Liga, U21-Weltmeisterschaft, Premiere in der Handball-Bundesliga. Nach 3 Spieltagen ist Salger mit 12 Toren sogar der zweitbeste TVB-Schütze. Für den Youngster ein guter Einstand. Es ist einfach verrückt, man darf seinen Traum so ein bisschen leben, was ich schon immer hatte, mal Bundesliga zu spielen. Und ja, was Schönes auf jeden Fall. Der Schritt in die erste Liga ist groß. Für den Rückraumspieler aber scheinbar nicht zu groß. Respekt vor der Aufgabe hat er trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Also es ist alles ein bisschen schneller, ein bisschen härter. Individuell sind die Spiele einfach auf einem deutlich höheren Niveau. Und es ist einfach alles ein bisschen qualitativ besser nochmal und schneller.
Der Wechsel in die erste Liga, der nächste Karriereschritt für den Allgäuer. Der Wechsel zum TVB? Nachvollziehbar. Schließlich war Markus Bauer schon sein Trainer bei der U20-Nationalmannschaft, mit der beide U20-Vize-Europameister wurden. Einfach, weil ich schon ein Jahr in der Junioren-Nationalmannschaft mit ihm zusammen trainiert, gespielt habe und seine Art kennen, seinen Spielstil kennen. Er weiß mich einzusetzen und wie er mit mir umzugehen hat. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass ich mich für Stuttgart entschieden habe. Auch das Umfeld, Stuttgart ist auf jeden Fall eine schöne Stadt und super nette Spieler auch alle und auch dementsprechend gut aufgenommen worden. Am Sonntag kann man Stefan Salger wieder live in Action sehen. Dann geht es in der Scharena gegen den Aufsteiger, die Eulen Ludwigshafen. Und bei genau diesen Spielen zählt für den TVB eigentlich nur ein Sieg. Die haben Lust, die haben Euphorie, sind gerade aufgestiegen, die geben alles. Und man sieht, man darf die nicht unterschätzen, sonst verliert man. Und die sind nicht umsonst aufgestiegen. Und ich kenne sie ja schon ein bisschen vom letzten Jahr und weiß auch dementsprechend, dass sie immer alles geben und jeder sich da Vollgas reinhängt. Und wenn man selber nicht 100% gibt, dann verliert man nochmal so ein Spiel. Und muss eben immer bereit sein, alles zu geben und so ein Spiel dann auch wichtigerweise zu gewinnen. Spielbeginn dieses wichtigen Spiels ist um 12.30 Uhr. Ein paar wenige Restkarten gibt es noch an der Tageskasse der Scharena. Endlich Wochenende, werden sich viele von uns denken. Endlich raus aus den Büros und ab in die Natur. Welche Kleidung Sie dafür vorsehen sollten, das weiß unser Meteorologe Bernd Madlener. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Bei dieser Wetterlage kommen garantiert keine Altweiber-sommerlichen Gefühle auf bei uns, ganz im Gegenteil. Es ist vom Empfinden her herbstlich mit dieser kalten, feuchten, nördlichen Strömung und Tiefdruckgebiete umzingeln das Land regelrecht. Und da ist natürlich klar, die Sonne, die, wenn sie denn scheint, kommt nur vorübergehend heraus. Das wird dann auch am Samstag eher dieses aprilhafte Wetter bringen bei uns. Kurzer Sonnenschein wechselnd mit dichten Wolken und auch mit einzelnen Schauern. Im Laufe des Tages kommen vor allen Dingen auf einer Schiene Südschwarzwald, Schwäbisch Alb auch einzelne Gewitter dazu. Die Temperaturen sehr mager. Im Bergland nur 11, 12 Grad, am Rhein maximal 17, vereinzelt 18 Grad. Die weiteren paar Tage müssen noch Geduld haben. Auf jeden Fall bis einschließlich Dienstages bleibt wechselhaft und kühl. Und ab Mittwoch wird es dann langsam freundlicher und wärmer. Die Journal BW-Redaktion geht jetzt ins Wochenende, allerdings nicht geschlossen. Natürlich sind unsere Teams Land auf Land ab auch am Wochenende unterwegs, um Ihnen Berichte aus dem Ländle einzufangen. Und am Montagabend um 18 Uhr werde ich sie Ihnen dann präsentieren. Ich sage Tschüss, kommen Sie gut durch das Wochenende und haben Sie einen guten Start in die neue Woche.